Es ist der Part 10. Part 10, Part 10, Part 10. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood zum dritten Romulus-Versteck von 6. Schwupp. Am Ende des Parts werde ich noch mal eine Kleinigkeit anmerken. Die, naja, nicht großartig das Spielgeschehen ändert, aber was vom Design her ändert. Und zwar geht es um die Monturen, die man Ezio anziehen kann, aber dazu, ja, genaueres, wenn wir am Ende des Parts sind. Beziehungsweise halt das hier fertig haben. Also diesen Romulus-Schrein. So, wir dürfen nicht mehr als 3 Gesundheitsquadrate unserer Anzeige verlieren. Das sollte weniger ein Problem sein. Das Tor öffnet sich. Okay, gut. Der Assassine muss leiden wie Remus. Na. Dein Tod ist beschlossen, Assassine. So teure Borgia-Herren. Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Na, na, na. Da will ja wohl einer nicht kooperieren. Ach übrigens, man kann den Typen nicht einholen. Es ist unmöglich. Nur so zur Info. Man kann zwar nah an ihn rankommen, aber man kann ihn keinesfalls töten. Also versucht es gar nicht erst. Wäre mir ja beinahe der gleiche Fehler schon mal passiert, wie mir bei der allerersten Aufnahme passiert ist. Merda, welcher ist es? Ich brauche das Adlerauge nicht. Seide. Da steht er. So. Hier hoch. So, jetzt kommt etwas, was ich nie geschafft habe. Also am Ende von dieser Reitsequenz kommt etwas, was ich noch nie geschafft habe. So, wir wollen das weiße Pferd nicht, wir wollen das braune Pferd. Denn das weiße Pferd ist langsam. Und jetzt können wir sogar galoppieren. Das ist die einzige Szene im Spiel, wo man galoppieren kann.
Warum auch immer hier Menschen sind. Ich weiß es nicht. Er kam auf die Idee und meinte, ja, komm, da bauen wir ein paar NPCs hin. Ich weiß nicht, warum irgendein Grafikdesigner auf diese Idee kam. Ha, ha, ich hab's geschafft! Wie, ich hab's geschafft! Das ist das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Weil normalerweise prescht der Typ dann hier durch. Wow, 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 wow. Das ist wirklich das allererste Mal, dass ich das geschafft habe. Normalerweise prescht der Typ hier durch und dann muss man auch mal gegen diese Leute hier kämpfen. Wow, das ist gerade voll ein Achievement für mich. Ich habe das gerade zum ersten Mal geschafft. What the fuck? Wow, ich hab das gerade. Wow. Ist das auch eine Tür? Keine Ahnung, was das sein soll. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Ich würde sogar sagen, dass dies das einfachste Romulus-Versteck ist von allen ist. Weil es ist nicht schwierig, weniger als 3 Gesundheitsquadrate zu verlieren. Weil man darf ja nicht mehr verlieren als 3. Und man kann sich ja immer wieder hochheilen. Also, ne? So, ich meine, das wäre die letzte Truhe gewesen. War es auch. Okay. Schlüssel Nummer 3. Die erste Versammlung ist beendet. Unser Problem liegt auf der Hand, doch unsere Antwort ist noch unklar. Caesar entfernt sich vom Senat und vertraut lieber ausländischen Herrschern. Er hat das Ego und Auftreten dieser ägyptischen Hure übernommen. Er weigert sich aufzustehen, wenn er uns anspricht und spottet über unsere Sorgen. Er hat seinen eigenen, privaten Senat erschaffen, bestehend aus Betrügern, Manipulatoren, Menschen ohne jedes Interesse am Wohle Roms. Meine Brüder sind auf Blut aus, aber ich bin nicht sicher, ob ich es vergießen kann. Nachdem meine Brüder gegangen waren, habe ich die Höhle weiter erkundet. Ich habe Spuren dessen gefunden, was mich hierher geführt hat. Ein Flüstern, flackernde Lichter durch kleine Spalten im Felsen. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Ja, auch du, mein Sohn Brutus. Ein bekannter Satz. Von Caesar. Den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Nicht mehr als 3 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Haben wir geschafft. Denn wir sind die Babos. So. 8 Minuten haben wir jetzt. Ja, der Ladebildschirm, ne? Danke. Okay, dann schnappen wir uns doch hier auch gerade den Aussichtspunkt. Da müssen wir aber andersrum. Oh, verpisst euch, bitte. Danke. Gibt es auch eine Kopernikus-Mission. Aber ich würde nicht sagen, dass wir in unserem derzeitigen Zustand großartig dazu bereit sind. Kopernikus sollte eigentlich ein Begriff sein. Für Leute, die sich etwas mit der Zeit... Ihre Geheimnisse können nur durch sorgfältiges Studium gelüftet werden. Aber man lehrte uns das Falsche. Theorien großer Männer, die durch überholte Instrumente und Ansichten beschränkt waren. Wir leben in einer Zeit des Fortschritts. Kunst, Medizin, Philosophie.
Jeden Tag werden neue Durchbrüche erzielt. Aber wenn wir den Himmel sehen, stellen wir keine Fragen. Wir verharren in der Vergangenheit. Es ist Zeit, unsere Lehren zu hinterfragen. Die Welt so zu erkunden, wie sie wirklich ist. Kopernikus ist für mich so ein kleiner Albert Einstein. Kopernikus war schon ein kleiner Rebell. Das muss man ihm lassen. Ein interessanter Mann auf jeden Fall. Also interessante Hintergrundgeschichte und so weiter und so fort. Ich würde eigentlich sagen, wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zur nächsten Mission. Denn die Templer- und Kopernikus-Mission wollte ich jetzt eigentlich jetzt nicht so am Anfang machen, sondern irgendwie mal so zwischendurch. Mal. Die Templer-Missionen sind aber interessant. Ich glaube, es gibt lass mich lügen. Ich meine, es gab zwei Templer-Missionen. Hier befindet sich noch ein Aussichtspunkt in der Nähe. Kollege, machst du mal Platz? Danke, ja, der Pantheon. Auf den Pantheon kommen wir noch nicht drauf. Ich dachte mal. Ups. Kollege, das ist nicht nett. Den würde ich gerne renovieren. So, ganz einfach. 5 von 18 Tunneleingängen renoviert. Ja, die gehören auch halt, die Tunneleingänge gehören halt auch dazu, wenn man Rom wieder zu 100% aufbauen will. Sollte man die natürlich auch tun. Sollte man die natürlich auch aufbauen. Hier haben wir einen Borgia-Hauptmann. Aber ich glaube, der war nicht so... Au, hier befinden wir uns jetzt. Wohl, auf den Turm müsste ich eigentlich kommen können. Lasst mich mal überlegen. Bevor ich die Mission jetzt anfange, würde die Mission eigentlich am liebsten im nächsten Part anfangen, weil die hat Schwierigkeitsgrad 5. Komme ich diesen Turm hoch? Lass es uns einfach mal ausprobieren. Oh, super. Ist mal voll runtergeflogen. Es wäre natürlich schon praktisch, wenn ich diesen Turm freischalten könnte. Aber ich würde lieber erst einmal testen, ob ich den überhaupt hochkomme, den Turm. Weil uns ja ein wichtiger Zusatz fehlt. Und zwar, dass wir nach oben springen können, wenn wir an der Mauer hängen. Nee, den Turm kommen wir nicht hoch. Na, kommt mal her. Wie der Borgia-Hauptmann flieht. Ich dachte, der kämpft, wenn der einen härteren Schwierigkeitsgrad hat. Mann. Naja, gut, dann... Okay, komm. Würde ich sagen, die Leute stehen da nicht ohne Grund so. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis morgen.